mismo que de. Was habe ich jetzt bekommen? Ne, ich bekomme gerade voll vier Sätze. Na Mann, ich will auch sehr viel haben. Ich habe einen Quetzensattel. Läuft. Bringt mir aber nicht, wenn ich so gut wie nichts fürs Tame habe. Ich habe Darts und ja, diese One-Hit-Darts. Hau ihn um! Wer hat das gerade gesagt? Oh, meine Gier hätte mir fast schon wieder das Leben gekostet. Hier ist ein Giga Level 4. Was ist das denn? Warum denn Level 4? Na, weil 4 das kleinstmöglichste ist, ne? Bei 1.0, also bis 120. 1 geht da nicht. Soll ich den Loot? Soll ich den Nippen? Mit Level 1000 Kugeln erfüllt. Alter, 100 Kanonenkugeln, alle gesteckt. 1000 Kilogramm. Oh, fies. Ja, das ist richtig fies. Ich hab doch noch alles gelootet und dachte mir so, hä, warum kann ich dich nicht bewegen? Was ist jetzt los? Die Weight fallen. Ach, sind die an? Okay. Die Gewichtsfallen, ja, ja, sind immer drin. Einfach, ganz einfacher Grund hat das. Ich bin zu faul, die rauszunehmen. Na, ist auch für PvP gut. Also, macht auch bestimmt. Endlich kann ich Kristall mitnehmen. Denn jetzt mit meinen Leveln? Hm. Also mit Battle Tatar, dass das Leben kostet, das hätte ich echt wissen müssen. Ne? Aber das verhindert, also gibt dir auch 15% Damage Resistance. Ja, aber wenn du nur noch 111 HP-Punkte hast, ist das echt gefährlich. Ja, das kann in die Hose gehen und du kannst dich nicht hochheilen in der Zeit. Ja, ich hab's versucht, ging nicht. Echt, war schade. Ich bin gestorben, nein. Oh, super. Sag mal, wo? Vulkan. Ja, das ist echt fies. Muss mal überlegen, wenn der Schwierigkeitsgrad so bleibt, ob man dann vielleicht das Hardcore wegnimmt. Ich kann halt, man kann halt nicht viel anfangen, wenn man die ganze Zeit nur ego-perfektiv ist. Nur an der Ego liegt das nicht. Ich würde das auch nicht stimmen. Also ich hab Ego kann ich auch schon spielen, spiele ich auch manchmal PvP halt. Das macht halt auch schon Spaß, aber irgendwie habe ich das Gefühl dann, das ist kein Arc für mich. Das ist schwieriger, weil du nicht mehr hinter dir gucken kannst und wenn du was machst, das ist der Grund. Sprich, du bist. Kein Überblick. Genau. Das ist auch kein Überblick, das ist der Hauptpunkt ich persönlich. Aber dafür gibt es den K-Modus. Upp. Ich arbeite sehr viel mit K. Das geht, richtig. Ich habe komplettes Tech-Rüstung. Ja, so nice, das Element. Ja, warum? Oh, also, nee, wenn du am Loot Drop zum Beispiel stehst, hast du nicht mehr den Überblick, ob jemand von hinten kommt und dich wegsneakt. Und das finde ich persönlich doch etwas interessanter. Das stimmt schon, auf jeden Fall. Ich komme auch so sehr, sehr schwer nur klar ohne die dritte Perspektive, aber es ist halt. Ja, bietet mehr Power. Jetzt brauche ich nur auf Element. Ich bin hier als Dr. Noob unterwegs. Ich habe immer noch ein Faserhemd. Ich auch. Mein Tech lohnt sich jetzt noch nicht anzuziehen. Mein Giga ist fast max Level. Sehr gut. Und was hast du denn getamed? Einem Dart. Level meinte ich. Achso, Level 96. Schon fast 100 gewesen. Hat aber 230 Base Midi Damage. Das darf man nicht vergessen. Das ist cool. Tja, manche haben's, manche nicht. Ich hatte letzte Runde kein Glück. Ich hab diese Runde null Glück. Ich kenn das. Ist ein sehr erdrückendes Gefühl. Man hat dann schnell keine Lust mehr. Ich, oh ja. Wir sind nur aber immer dranbleiben. Wir sind nur noch zu denken, es zippert auf dem Server. Sag das nicht, ein paar ist Whitelist. Oh, 560, die ist auch gut. Oh, das ist cool. Das schmeiße ich weg. Ach komm,
komm schon, gib mir doch einmal jetzt Sättel, Mann. Alles klar, jetzt können wir uns prügeln. Ich bin bereit. Dein Giga ist ein One-Hit, wenn du gleich damit ankommst, kann ich jetzt schon sagen. Ey, welchen Sattel brauchst du für welchen? Ein Giga-Sattel braucht man. Giga-Sattel. Aber nicht töten hier, okay? Nicht töten. Nee, Handeln ist verboten. Oh. Kein PvE, Junge. Ey, ich wollte dafür Dings da, Metall. Metall? Hab ich im Herz genommen. Ich könnte mir sogar jetzt die Longneck bauen, wenn ich will. Ja, dann aber den Blueprint habe ich, glaube ich, gedroppt irgendwo. Element wollen wir alle. Aber dann kann ich endlich so oft Airdrops looten, wie ich will. Gut, dass ich noch 14 Element habe. Ich gehe hier gerade das Risiko meines Lebens ein. Nein, der ist nur Körper ziehen. Geh jetzt auf verlässlichen Loot. Es wäre so schön, dritte Kameraperspektive bei dem hohen Movement Speed, aber. Ja. Einfach K-Modus wechseln, ist auch schön. Ja, das stimmt. Ach, hier ist mein Terzi. Ja gut, den lass ich aber. Oh, was? 361 Mini Damage? Wie ich nichts treffe hier! Ja, nehmen wir mit. Ich. Was nice, ich habe sehr früh meine Lieblingswaffe gefunden. Kommt von wo habe ich auch schon. Nee, den zweitliebste, die simple Pistole. Ah, ja, die ist auch geil. Ja, nee, ne? Die kann ich damit nicht so umgehen. Mit einem Ferngucker ist die übelst OP. Olli, du bist nicht der Einzige. Ich habe wirklich noch nix. Kein einzigen. Oder hast du inzwischen was? Hör auf, du Skorpion, geh weg! Ich habe doch gar kein Fortitude. Wow, danke für die Information. Also ich arbeite viel mit psychologischer Kriegsführung. Ja, endlich! Der Loot war drin. Ach, so ein schlechter Loot hier. Der wieder nicht mehr. Sollte ich mich mal erstmal anziehen. So, jetzt habe ich kein einfaches T-Shirt mehr. Ich hab grad nicht wirklich. Oh, endlich. Ich hab grad einen Airdrop gefunden mit Raketen. Alles Fabricator. Ja? Nee. Oh, jetzt brauche ich Flammenwerfer. Flammenwerfer geht durch die Rüstung. Mhm. Aha. Wenn du Kohle hast, kriegt der Flammenwerfer auch nichts mehr. Flammenwerfer geht durch die Rüstung. Ich hab grad wirklich vom Flammenwerfer erzählt und hab ihn gedroppt. Ah, Flammenwerfer geht also durch die Rüstung, ja? Ah. Flammenwerfer macht immer drei Viertel damit, also drei Viertel von deinem Leben. Ja, okay. Das wusstest du noch nicht? Nein, okay. War mir völlig unbekannt. Dann ist ja okay. Mit das OPste, was es im Spiel gibt, glaube ich. Aha. Bei Scorch Earth, wenn du in der Wüste bist, ist er mega gut, weil du halt auch noch extra Dings hier helfest. Ich komme gerade nicht drauf, weil der extra. Weil es dir noch in der Wüste zu warm ist, dann hast du halt noch extra. Alter, ich hab grad einen Titan-Plattform gefunden. Alle Sättel sind drin. Okay. Oh, eine neue Fabi, eine bessere. Die andere war auch schon stark, die ist noch stärker. Geil. Okay. Ich hab nichts anderes. Was haben wir? Stunde? 22 Minuten noch. Nur noch? Jo. Oh nein, bitte können wir verlängern. Okay, demnächst mache ich das direkt so, um an Loot zu kommen. Macht keinen Sinn anders. Kriegt man denn den Dinos-Gehalt eigentlich? War nicht. Ist doch das, doch, also Dino ist doch dafür da, dass du Dino HP. Aktuell hat. Zumindest gar nicht. Okay, aktuell zumindest. Oh, da würde mir noch eine Methode anfallen. Einfach ein Schweinchen tamen. Ja, zum Bleistift. Naja, aber keine Lust. Würdet ihr jetzt mein Inventar sehen? Würdest du heulen?
Nicht nur das, alles voll mit Suppen. Du kannst damit nichts anfangen. Ist er denn jetzt hin, der gerade den Loot geleert hat? Komm her, du Pfeife! Wollte ich gerade abschießen. War der viel zu schnell. Da unten. Ich seh dich da unten. Vielleicht auch sehen. Warte, bleib mal da oben am Berg. Ich hab da was. Warte. Rakete einlocken. Oh no, du hast hier wirklich eine. Ja! Zielsuchende sogar, mein Freund. Zielsuchende. Ich bin das, wenn er euch bekämpft. Ja, ne? Ja, kann ich in der Zeit weiter looten und meinen Sachen suchen. Hey, wo bist denn du hin? Na, da, wo du nicht bist. Für eine ich habe einen Plug-Buspanzer Blueprint gefunden. Ah. Ich wollte mich jetzt nicht betteln. Eins noch weit sein kann, dass ich nicht darauf geachtet habe, dass auf dem Server die Qualität der Blue Drops auch auf 5 steht. Okay, also würde sich Cave schon lohnen. Nö. Wie gesagt, da ist nichts. Achso, meinst gar nicht. Okay. Genau, richtig. Weil da ist die reine Loot-Tabelle aus Eternal drin und das Zeug gibt's nicht. Ja, okay. Damage macht eigentlich mein Kompombo, das ist nicht ausprobiert. Meiner macht 500. Ich brauch Flammenwerfer. Alles klar. 3000 Damage. Made Boost. Sauber. Oh, wo kann ich eigentlich die Dings. Wo kann ich eigentlich die Dings erstellen? Flammenwerfer. Wie findest du den Loot? Und sogar reichlich. Ja, 300 Stacks immer oder so. Wie sowas. Also, eigentlich, also ein Stack mit 300 habe ich gerade eben gefunden gehabt. Ja. Wow! Olli? Ja? Nein. Komm her. Da hinten bist du. Er hat's geschafft, sauber. Aber du heißt Mensch, das disqualifiziert dich. Nein, doch. Keinen Namen. Oi, Junge. Okay, ich bin fertig, was denn. Das war von Anfang an klar. Die einzige Chance, die es hast, ist, weiß ich nicht. Mach in einer schönen Ecke, stopf dein Loot hin und kill dich. Hab ich nicht. Aber wie viel Leben hattest du eigentlich? Also. 220, 300 oder so. Okay, ja, ich hatte 1000. Ich hab dich gar nicht gesehen. Schöne Nummer. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Ist hier, aber, halt PvP. Da kann man dann auch warten, ob der andere Idiot vielleicht doch weiter da unten rumgammelt und lootet. Und das war der Fall. Ich hab dich die ganze Zeit gesucht. Aber du hattest kein Element. Nö, ich hatte kein Element. Das habe ich vorher zwei Ecken weiter gedroppt. Aber soll ich dir was sagen? Jetzt habe ich Flammenwerfer, jetzt hast du mir die Flammenwerfer-Munition gegeben. Ja, ist doch super. Und ich bin wieder genauso gut equipped wie vorhin, wenn nicht sogar besser. So, Airdrop, geh auf, Mann. Diesmal kein Battle-Tata, bitte, danke. Kein Battle-Tata. Na, Battle-Tata. Na, no, Battle-Tata. Ich hab Element gefunden. Jetzt ist, geht's los. Jetzt ist vorbei. Ich brauch Schrot und Muni. So, was sagt die Uhr noch? Wir sind bei 70, 71 Minuten. Also seit der Aufnahme. Okay. Ist ziemlich konform mit dem Spielstart. Ja. Oh, das ist schon belastend. Ach, stell dich nicht so an hier. Was hat denn eine Haltbarkeit? Oh, für den Kampf ziehe ich auf jeden Fall gleich die Tech-Hose an. Besser als ich. Ein Raketenwerfer, wo ist denn der hin? Auch an der Ecke gedroppt, als ich dich gesehen habe. Oh, ich weiß, er ist Popcorn, der. Einfach schnell Bluten wegboppen. Ich sehe nicht viel, ich bin keiner. Ja, es sah schlecht aus, ich konnte nicht drauf wechseln, aber die Uhr-Taste war noch verfügbar. Nee, ich hab ihn gefunden. Aha. Lenkraketen. Ja, genau, Lenkraketen. Ich hatte sie noch nie. Ich hatte sie wirklich noch nie. Die sind nicht übel. Aber die brauchen mal mega lange, bis die eingeloggt sind. Ja. Ich persönlich. Jetzt hat mir so ein blöder Itchy Ornus meine Shadow Sticks geklaut. Und hängt mir immer noch am Hals. Geh weg! Oh, ihr habt Shadow Sticks?
Die gibt's auch in den Dropsen. Ich hab 8 Stück. Ist ja noch kein Shadow Stack. Aber warum ist es auf einmal so bewölkt? Ja, weil Nebel. Ist halt Island, ne? Island. Na gut, ich hätte jetzt kein Dings nehmen sollen. Alter Kuba, weil ich sehe kein bisschen. Oh, ich hab besser einen Kompombo bekommen, nice. Ich hab 700er. Der ist ganz stark. Ne, Olli? Hm? 700er kommt irgendwo. Ach ja, ist doch nix. Schon 9, alles gut. Kann man. Ich frag jetzt gar nicht. Kann man wie kann man wieder so Lack haben? Lack haben? Hey, jopp. Ah, manchmal klappt das so gut, am Baum Schwung zu holen, kurz vorher C drücken, Flügel auf und Vollgas. Und ja, manchmal auch gar nicht. Wollte ich gerade sagen, manchmal klatscht er auf. Ja, genau. An Felskanten ist das voll blöd manchmal, dann stirbst du manchmal auch direkt, wenn du keine Textur hast. Ja. Meine Dings ist kaputt. Ich hab auch 3 Stück von dir. Ich hab deine liegen gelassen. Olli, du hättest mich auch fast bekommen, ne? Weil ich hatte nur noch 3 Schuss für meine Schrotflinte. Ich habe die AK nicht gewechselt, ich hatte die Schrotflinte in der Hand. Ja, mit der Schrotflinte hättest du mich fast bekommen. Die AK hat nämlich auch 700 Schaden gehabt. Du meinst die Sturmgewehr? Ja, genau, das Ding da. Ja, das... Haut rein. Ich habe auch keine guten Sätze gefunden. Also, ich werde auf jeden Fall nicht auf meinem Giga sitzen. Der Rage bestimmt instant. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Bei den Waffen instant. Naja, ist normal. Schon wieder nur. Ich finde die ganze Zeit Giga-Sattel. Ey. Ja, kommt auf deinen Sattel an, ne? Einen guten Sattel. Ein Jägersattel ist alles cool, aber da brauchst du schon einen mit 100 Rüstung plus. Damit er nicht raged, weil der hat ja nur 17.000 Leben. Ein Kompombo-Hit macht 3000 Schaden, das ist über seinen 10%, also rage daher. Ja. Ja, und Kopfschuss bitte noch mehr, ne? Ja. Ne, Giga hat keinen Kopf getötet. Ne? Ah, das sollten alle Tiere haben, finde ich, ganz ehrlich. Ja, Rexer sollten das haben. Terzis auch, finde ich persönlich. Alle. Bis auf halt Trike, ne? Da ist klar. Oder so ein Pachi, diese Kopfnuss-Dinos. Ja, da auch nicht. Ist klar, aber ansonsten sollten es alle haben. Ja, genau. Kopfnuss. Muss ja. Nein, Alter, ich bin jetzt nicht wirklich. Wenn ich mich hiermit mehr mit dem Dev-Kit beschäftigt hätte, dann könnte man das bestimmt ganz schnell modden. Meinst du? Ja, ja, klar. Ja. Dev-Kit kann man schon viel ändern, ne? Kannst alles, alles. Alles, was es schon gibt, kannst du in alles einbauen. Weil es gibt es ja schon. Ach du Heiliger. Ich habe gerade in einem Loot mehrere Kits Tech gefunden. Mehrere Kits, ja, okay. Ja, mehrere Kits. Ich will eigentlich mal mit der Dings, also was ist denn das für ein Soulgang? Was kann man mit der machen? Ach so, das ist, da kannst du deine eigenen Dinusse, ohne hinzugehen, E zu drücken, kannst du die direkt so in die Dinge stecken, in die Kugeln. Ja. Oh, wie geil ist das denn? Ich habe eine Railgun gefunden. Ja, ich habe einen Gigasattel gefunden. Ja, egal, ich fall den hier gleich einfach auf. Attack my target, aber mit der Railgun, Alter. Da. Ja, die kostet mega viel Element, ne? War das nicht so? Ich glaube, die nimmt nur Schatz. Nee, die schießt. Okay. Ich kann mit der schießen. Aber irgendwie. Und nicht auf Dinos. Leck der Discord gerade oder? Nö. Heißt aber nicht, dass er vielleicht nicht bei dir leckt. Oh, ich hätte mir gerade fast einen Mindpipe reingeballert. Yeah, ich habe 10 Schnitzel gefunden, sonst war nichts in dem blöden Drop. Hätte ja fast einen Mindpipe, oh, das hätte ich dir jetzt gegönnt, ganz ehrlich. Danke, danke. Läuft so gut bei dir, das hätte nicht geschadet. Das stimmt auch wieder. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen meine Rüstung reparieren.
Ich kann nichts mehr tamen. Warum, was ist da los? Und ich habe einen Blueprint für einen Tech-Helm. Ey, was ist denn da los mit dem?